Ja, hallo liebe Heli-Freunde. Die Firma Monstertronic, die hat mir mal wieder ein Paket geschickt, diesmal etwas größer. Und was ist drin? Das werde ich euch gleich mal vorlesen, denn ich habe hier meinen schlauen PC mal eben aufgemacht. Es ist ein MT-450 Pro Flyerless-Helikopter drin, ein Ready-to-Fly-Set. Und dieser Helikopter hat halt so die Daten wie die üblichen 450er-Helikopter, das halt so haben. Ich werde mal den Lieferumfang vorlesen. Also ein Ready-to-Fly-Modell auspacken und fliegen. So steht es hier jedenfalls. Fertig aufgebaut und eingestellter Hubschrauber. Empfänger 2,4 GHz. Dann haben wir einen 3S Lipo mit 2200 mA, 30-40C. Dann haben wir ein Ladegerät dazu für diesen Lipo. Natürlich ist auch ein Brushless-Motor drin mit 3800 kV. Und als Flyerless-System kommt die MT-3X-Einheit zum Einsatz. Mit dabei ist noch ein Alukoffer abschließbar und Ersatzschrauben, Rotorblätter und für viele sicherlich ganz unwichtig eine deutsche Bedienungsanleitung. Ja, was gibt es hier sonst noch Nettes? Ich werde euch das Ding natürlich gleich mal zeigen und werde den Koffer mal auspacken. Mann, ganz neue Filmperspektive von oben. Ja, sonst bekomme ich das nicht rauf. Ihr seht den Koffer hier. Schicker Koffer, abschließbar. Macht einen guten Eindruck. Erstmal jedenfalls. Dann Sesam, öffne dich. Und ja, ich glaube, man kann auch so alles sehen. Ne? Da ist der Inhalt alles in Schaumstoff eingepackt. Und als erstes werde ich mal die Fernbedienung rausnehmen. Ich werde das gleich im Einzelnen alles nochmal vorstellen. Einmal die Fernbedienung, 2,4 GHz. Dann haben wir eine DVD mit der deutschen Bedienungsanleitung als PDF oder CD, glaube ich, ist es. Dann haben wir hier den Balancer für die Lipos, Ladegerät. Dann ist dabei natürlich das Netzkabel fürs Ladegerät. Dann ist dabei einmal in dieser Tüte, das packe ich jetzt nicht extra aus, da ist für die MT-3X Monstertronic Flyerless-Einheit einmal der USB-Adapter und so ein paar Ersatzschrauben drin. Was haben wir noch? Wir haben noch die Schlüssel hier. Dann haben wir hier eine Plastiktüte. Die brauchen wir nicht. Dann haben wir hier endlich den Heli. 450er Klasse. Flyerless mit Monstertronic 3X-Einheit drin. Werde ich alles gleich mal im Einzelnen vorstellen. Entschuldigung. Es wird Winter, es gibt Husten. Ja, das war's erstmal. Das ist alles da drin. Koffer zu und weiter geht's. So, ich habe das mal aufgebaut hier auf dem Tisch. Erstmal die Funke. Die Dinger können weg. Das habe ich nur zu Demo-Zwecken mal gemacht. Ja, es ist eine 2,4 GHz Funke mit, das ist natürlich heftig hinten, mit 8 Batterien. 8 Batterien kommen da rein. Man kann auch ein paar Nickel-Metall-Hydrid-Lipos reinsetzen. Hat eine Trainerbuchse. Kann man als Lehrer-Schüler-Sender verwenden. Das ist die der Bind-Taster. Ja, ganz normale Funke mit 1, 2, 3, 4 Schaltern und zwei Lineargebern, Trim-Taster und einem An Einstellrad für das Setup, An- und Ausschalter. Kann ich ja mal anschalten. Ich habe nämlich schon Batterien eingepackt. Ja, was mich hier erstmal wieder begeistert hat, so ein bisschen jedenfalls, ist das beleuchtete Display und die Funke. Die ist eigentlich recht einfach zu bedienen. Es gibt ein System-Setup und es gibt ein Flug-Setup. Kann man sich dann durch die Menüs so durchhangeln. Ich habe ungefähr eine Viertelstunde gebraucht, um da einigermaßen durchzusteigen. Ein, zwei Fragezeichen habe ich noch auf der Stirn. Mit dem Taster kommt man zurück. Ja, tolle Funke eigentlich. Erstmal so ganz einfach. Ganz einfache Funke. Was mir nicht gefällt, ist das Design. Ich mag kein Glitzer und Blinker. Ich mag kein glänzendes Chrom-Design. Aber das ist ja Geschmackssache, gell? Ja, okay. Kann ich erstmal wieder ausmachen. Ja, kommen wir jetzt zum Heli. Normaler 450er, was heißt normaler 450er? Ein Flyerless 450er mit einem DFC-Kopf. Der Kopf verändert ja nun wirklich stark an den Line-Kopf. Rotorblätter, Carbon, sehr steif, habe ich festgestellt. Ich bin das Ding natürlich schon mal geflogen. Ich habe es für euch nur noch mal ausgepackt. Lipo ist auch schon drauf. Klar, Motor, Regler sitzt hier unten.
Ich weiß nicht, ob er da gut genug gekühlt wird. Ich werde es erleben. Hier ist der Monstertronik-Empfänger, der ist hier unten angebracht. Und hier ist die Monstertronik-Flyballess-Einheit. MT3X. Die Verkabelung sieht eigentlich ganz gut aus. Zeige ich nochmal. Packe ich mal weg. Ach so, nee, die Haube. Da muss ich auch noch was zu sagen. Die Haube ist kein Glasfaser. Die ist einfach nur Plastik. Mal gucken, wie sie sich bewährt. Sieht aber nicht schlecht aus. Ist natürlich super leicht dafür, dass es Plastik ist. Servos sind, glaube ich, weiß es nicht ganz genau, ich glaube, es sind vier gleiche Analog-Servo, dreimal Taumelscheibe, einmal für das Heck. Der Heli, der hat einen Riemenantrieb nach hinten hin und hat natürlich ein Alu-Heckrohr. Und da wir gerade hinten sind, kann ich ja mal zeigen, ob ich das reinkriege. Der hat eine ganz nette Hecksteuereinheit aus Aluminium. Mit Doppelanlenkung und Aluminium-Umlenkhebel. Jawohl. Und was mir besonders gut gefällt bei dem Heli, und zwar weil er Riemenantrieb hat, das Servo sitzt auf dem Heckrohr und nicht im Gehäuse drin, weil beim Spannen des Zahnriemens sich sonst die Pitchwerte hinten am Heck verstellen würden. Und das tun sie hier natürlich nicht. Die Halterungen sind aus Aluminium, finde ich sehr gut. Die Abstrebungen, das ist Carbon, und die haben aber auch Aluminium-Endstücke, finde ich auch sehr gut. Die Befestigung ist auch aus Aluminium, also es ist viel Aluminium drin verbaut in diesem Heli. Was gibt es erstmal sonst noch zu sagen? Ich wollte euch noch mal kurz die Verkabelung zeigen. Die sieht so aus, ja, haben sie so ganz gut gelöst, finde ich. Die Verkabelung. Ein Minuspunkt hab ich aber auch nochmal anzumerken, und zwar, was war das jetzt? Die Kabel von den beiden Roll-Servos hier vorne, die laufen hier unten durch, am Hauptzahnrad dicht vorbei und dann hinten hin, irgendwo hier so lang, glaube ich. So, und wenn sich hier ein Kabelbinder löst, dann hängen die durch und dann gibt es Kabelsalat, würde ich sagen. Also das ist nicht ganz so glücklich gelöst. Kann man ja selber irgendwie anders machen. Dann hat die Hauptrotorwelle einen Feststellring. Kann man den hier sehen? Den kann man sehen. Finde ich auch nicht schlecht. Sozusagen kennt man aus alten Zeiten. Hat den Vorteil, man braucht sich nicht mit diesen blöden Passscheiben rumärgern, sondern stellt das Spiel der Hauptrotorwelle einfach durch den Feststellring ein. Ganz normale 120 Grad Taumelscheibe. Es ist eigentlich ja, der Frame ist ein 450 Pro, nur eben mit Riemenantrieb. Ne? Ist das genau ein 450 Pro? Sieht genau so aus. So, das wäre erstmal das Grobe zum Heli. Ja, erstmal kein schlechtes Set, wie ich so finde. Und wie sich das Ding bewähren wird, das werde ich natürlich austesten. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Firma Monstertronic, dass ich diesen Heli mal testen kann. Ich werde sehen, wie er fliegt. Und er soll ja von der Firma Monstertronic hier in Deutschland eingestellt und eingeflogen sein. Hoffentlich ist dem dann auch so. Ich werde natürlich diesen Heli selber einstellen müssen, weil ich sozusagen ein Rohmodell habe, was aus der Fertigung kommt und das nicht eingestellt ist. Ich werde also meine Monstertronic-Software bemühen und werde die Kiste nach meinen Wünschen einstellen, so wie ich meine Helis also immer einstelle, dass sie sanft und super fliegen und nicht zu so giftig sind. Ja, meine Lieben, das war es erstmal soweit. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich denke, die weiteren Feinheiten, die kommen eventuell noch in nächsten Videos, und verbleibe mit freundlichen Grüßen aus dem Heli-Hauptquartier aus Tespe. Bye bye, euer Heli-Ernst.